Zum bereits 9. Mal ist die Linzer Tipps Arena Schauplatz des Google Indoor Leichtathletik Meetings. Ein Meeting, das aus rot-weiß-roter Sicht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Qualifikation für die Hallenleichtathletik-Europameisterschaft Ende Februar im schwedischen Göteborg steht. Nachdem zwei Tage zuvor bereits mit Andreas Wojtier und Nikolaus Franzmeier zwei Österreicher das Limit erbracht haben, sollen in Linz noch weitere EM-Tickets vergeben werden. Für den Auftakt in der modernen Linzer Tipps Arena sorgen an diesem Abend aber die Sprinter. Die Vorläufe über 60 Meter bei den Herren und den Damen sind gespickt mit zahlreichen internationalen Größen. Im ersten Vorlauf der Damen ist mit Rosalie Can vom ULC Dornbirn auch eine Österreicherin mit dabei. Sie kann sich allerdings nur als Fünfte für das B-Finale qualifizieren. Auch im zweiten Vorlauf ist mit Viola Gleiser eine Österreicherin am Start. Auf Band 2 laufend muss sich die Niederösterreicherin allerdings mit dem letzten Platz zufrieden geben. Nichts zu holen gibt es für die Österreicherinnen Yvonne Zapfel und Hanna Migisch im vierten und letzten Vorlauf. Die beiden, sie laufen auf den Außenbahnen, scheitern klar an der Qualifikation für die Finalläufe. Und ganz knapp, Kopf an Kopf geht's jetzt hier übers. Relativ locker ins 60-Meter-A-Finale der Herren sprintet dagegen der Niederösterreicher Andreas Meyer. Hier rechts im Bild seine Vorlaufzeit 7,02 Sekunden. Im dritten und letzten 60-Meter-Vorlauf sprintet dann auch noch Dominik Hufnagel ins B-Finale. Seine Zeit auf Bahn 5 laufend 7,21 Sekunden. Für das erste Highlight bei der 9. Auflage des Google Indoor Meetings sorgen an diesem Abend in der Linzer Tipps Arena dann die Kugelstoßerinnen. Angeführt wird das Feld von der deutschen Weltklasse-Athletin Christina Schwanitz. Die 27-Jährige, die bei den Olympischen Spielen in London Platz 10 belegte, stößt die Kugel auf unglaubliche 19,58 Meter und sorgt so neben einem Meeting-Rekord auch noch für eine Jahresweltbestleistung. 1958, was für eine Weite. Ich glaube, besser könnte es zu diesem Zeitpunkt gar nicht laufen. Nein, noch besser geht nicht, das ist wohl wahr. Mit dieser Weite sind Sie natürlich bei der Europameisterschaft die Favoritin. Gold, das erklärte Ziel? Das ist mein Ziel, natürlich. Ich habe vor 2 Jahren wegen 5 cm verloren. Da bin ich nur Zweite geworden, was an sich nicht schlecht ist. Aber wenn man gewinnen will, ne, und das will ich dieses Jahr unbedingt knacken. Sie waren ja im letzten Jahr schon hier in Linz. Linz, ein guter Boden. Ja, an sich macht Spaß, es ist schön, die Leute sind schön, mir gefällt sowieso die Gegend, das Stadion ist schön, heute haben die Leute schön mitgemacht, da kann die Kugel natürlich fast von alleine fliegen. Dann wünschen wir heute toll für Göteborg. Dankeschön. Eine Kostprobe ihres großen Talents liefert in Linz auch Sophie McKillner ab. 16,38 Meter hat die Britin nach den 6 Versuchen zu Buche stehen, womit sie sich nicht nur über Platz 2 freuen kann, sondern auch noch über einen britischen Juniorenrekord. Mit 16,16 Meter sichert sich die Tschechin Jana Karnikova beim internationalen Google-Meeting Platz 3. Als einzige Österreicherin im Kugelstoßbewerb der Damen mit dabei ist Bettina Weber. Die heimische Nachwuchsathletin vom SV Schwechat stößt die 3-Kilo-Kugel auf 15,43 Meter. Und verbessert die Hallenbestleistung von Julia Siart aus dem Jahr 2003 um fast 40 cm. Dank dieser tollen Leistung hat sich Bettina Weber auch schon vorzeitig das Ticket für die U18-Weltmeisterschaft im Sommer gesichert. Es war schon sehr überraschend. Also ich habe mir heute vorgenommen, 14,25 zu stoßen. Das wäre das WM-Limit gewesen. Und ich hätte auf 14,30, 14,50 gehofft, aber der 15er war schon sehr überraschend. Das Publikum so beflügelnd heute hier in Linz. Es ist wirklich eine tolle Stimmung hier und die Anlage ist wirklich super und ja. So einen Jahresauftakt, glaube ich, kann man sich ja nur wünschen. Was sind denn die Saisonziele? Also mein Saisonziel war jedenfalls mal die Weltmeisterschaft und eigentlich wirklich den 15er zu stoßen. Jetzt ist er schon da, der 15er. Wie weit kann es noch gehen? Hoffen wir auf den 16er.
aber ja, 16er. Und ganz, also relativ gut zu stoßen bei der Weltmeisterschaft. Traditionell steht beim Google Indoor Meeting in Linz auch die 3000 Meter Distanz. Und zwar sowohl bei den Herren als auch bei den Damen auf dem Programm. Bei den Damen ist in Linz mit Österreichs Marathon-Olympiastarterin Andrea Meyer auch eine Lokalmatadorin am Start. Die Berglauf-Weltmeisterin hält sich auf der für sie eher ungewöhnlichen Distanz äußerst gut. Das Tempo macht zunächst Ellie Stevens. Die Britin kann das Tempo zum Ende des Rennens aber nicht halten und fällt in der letzten Runde zurück. Andrea Meyer läuft hingegen sehr konstant und muss sich nach 9 Minuten, 37 Sekunden und 18 Hundertstel nur knapp der Tschechin Kristina Mecki geschlagen geben. Ich bin irgendwie schon so lange nicht mehr auf der Bahn gelaufen, geschweige denn in der Halle. 3000 Meter ist irgendwie zu kurz und zu flach für mich, aber es ist ja ein eigenartiges Gefühl gewesen. Es war mal ausprobieren, ein gutes Training, würde ich sagen. Ja, am Schluss haben wir halt gesprintet, das kann ich nicht mehr. Deswegen war das der zweite Platz, aber es war okay. Ja. Haben Sie es zumindest genossen hier in der Allianz, in der Tipps Arena? Ja, ich muss sagen, es war eine gute Stimmung. Ich habe irrsinnig oft meinen Namen gehört. Da geht es schon ein bisschen leichter, ja. Was sind denn die Saisonziele der Andrea Meyer im Jahr 2013? Das habe ich mir auch lange überlegt. Also es ist halt heuer eine ganz neue Situation für mich, weil ich halt wirklich Vollzeit arbeite. Da muss man ein bisschen zurückschrauben. Momentan habe ich mir gedacht, Europameisterschaft Berglauf und gescheite 10.000 Meter draußen, dann im Freien. Das wären irgendwie zwei so Punkte, die heuer ganz gut laufen wie Mechert. Ja. Und vor allem für den Berglauf haben Sie ja optimale Trainingsbedingungen, sage ich einmal. Sie arbeiten ja im Krankenhaus Gmunden und da gibt es ja wunderschöne Berge, die man laufend bezwingen kann. Das stimmt. Also da rundherum, den ganzen See, sind eigentlich ja nur Berge. Und da freue ich mich eigentlich. Also ich war jetzt bis zum heutigen Tag im Wagner-Jauri-Krankenhaus, fange morgen wieder weiter in Gmunden an. Und ja, ich freue mich wieder auf die Berge dort. Ja. Eine tolle Performance zeigt über die 3000 Meter Distanz bei den Herren der Kenianer James Kelvon. So, nehmen wir an, dass Sie hier, der Mann im grünen Trikot, James Kelvon, relativ schnell auch nach vorne an seinem Kollegen Bernhard Kipchum orientieren wird. Vom Startschuss weg an der Spitze laufend bleibt er als einziger Athlet in der Linzer Tipps Arena unter der 8-Minuten-Marke. Die Siegerzeit des Kenianers 7 Minuten, 58 Sekunden und 61 Hundertstel. Salami ist nahe gekommen, Endzeit 7,58, 62, vielleicht nicht ganz das. Seine gute Form unter Beweis stellt auch Christian Steinhammer vom USKU Melk. Mit 8 Minuten 14 Sekunden und 19 Hundertstel steigert er seine Bestleistung auf der bekannt schnellen Linzer Bahn um fast 9 Sekunden. Das Weitsprungfeld der Damen lässt auf der Linzer Google zwar mit gerade einmal 7 Athletinnen quantitativ sicherlich ein wenig zu wünschen übrig. Qualitativ lässt sich das Feld aber durchaus sehen, wird es doch von der serbischen Olympiastarterin Ivana Spanovic angeführt. Und die 11. Platzierte der Olympischen Spiele in London ist es auch, die in der Linzer Weitsprunggrube den Takt vorgibt. Gleich ihr erster Sprung geht auf 6,40 Meter. Riesige Probleme hat dagegen die dreifache Indoor-Google-Meeting-Weitsprungsiegerin Fun Michimo. Die US-Amerikanerin legt gleich 5 ungültige Versuche in Folge hin. Davon unbeeindruckt Ivona Spanovic, die den Bewerb schlussendlich mit einer Höchstweite von 6,83 Meter locker für sich entscheidet. Die Amerikanerin Fun Michimo wird schlussendlich mit 6,36 Meter Zweite. Mit 3 Sprüngen über die 6-Meter-Marke kann aber auch die beste Österreicherin, die Niederösterreicherin Marina Kraushofer, zufrieden sein.
Die Athletin vom SVS wird mit der Weite von 6,04 Meter ausgezeichnete Vierte. Meine Bestleistung in der Halle liegt bei 6,06, das sind 2 Zentimeter. Das ist mein zweiter Wettkampf heuer erst und da geht noch viel mehr. Das heißt, die Form stimmt? Ja, es passt. Die Sprint passt auch. Da bin ich jetzt auch besser als nicht der Bestleistung gelaufen. Jetzt brauche ich einfach nur mehr Vertrauen auf meinen Fuß, wo ich jetzt so lange verletzt war. Und wenn das auch passt, dann geht es wieder weit. Wie geht es denn in der Halle weiter und vor allem, wie geht es dann im Sommer weiter? Es stehen jetzt noch die Staatsmeisterschaften dann an. Und in der Freiluft gibt es dann U23 EM. Da muss ich 6,35 springen. Und das ist ein großes Ziel von mir. Ein Wort zur Stimmung hier in Linz. Kann man sich nicht beschweren, sage ich mal. Nein, überhaupt nicht. Und da, es geht einfach viel leichter, wenn die ganzen Leute hier klatschen und dich anfeuern. In den letzten Jahren immer im Weitsprungbewerb der Damen mit dabei war Siebenkämpferin Ivona Dadic. Die Olympia-Überraschung des letzten Jahres musste sich diesmal allerdings mit der Zuschauerrolle begnügen. Diesmal leider auf den Tribünen und angefeiert, nachdem ich mir eine kleine Verletzung im Knie gezogen habe in England. Es war ein minimaler Meniskus-Einriss. Und das arthroskopiert gehört hat und es macht vor 2 Wochen und es halt einfach jetzt nicht zusammenpasst, weil es zu kurzfristig gewesen ist. Ich war voll gern daheim gesprungen, ich habe auch gut trainiert gehabt, ich war ziemlich gut drauf gewesen, aber ich werde meine Leistungen im Sommer abrufen können und auf das freue ich mich richtig, auf das werde ich jetzt auch wieder hinarbeiten. Das heißt, die Hallensaison abgehackt? Ja, auf jeden Fall. Also für mich war die Hallensaison im Vorhinein eben nicht das Ziel. Es war einfach zu sehen, wo ich gerade stehe und wie es mir gerade im Training geht, wie ich es umsetzen kann. Nachdem ich ja durchs Bundesjahr einiges an Training verloren habe. Und ja, es waren 2, 3 Wettkämpfe in der Halle gewesen, mit dem Google Indoor eben. Und es hat nicht sein sollen, es hat schon einen Grund gehabt und deswegen auch nicht. Sie haben das Training angesprochen in Großbritannien. Haben Sie es schon sozusagen überwunden, den Schock von Österreich nach Großbritannien zu übersiedeln, trainingsmäßig? Ja, also ich habe mich im Vorhinein voll gefreut, dass ich nach Großbritannien komme und eben mit der Jessica Ennis trainieren kann. Und was Besseres kann einer Siebenkämpferin nicht passieren, mit der besten Siebenkämpferin der Welt mitzutrainieren, von der eben sie ein paar Tipps holen, wie sie das Ganze macht. Und daheim, die Leute von daheim fehlen mir ein bisschen, aber nachdem ich öfters heimkomme und das Ganze sehe, freue ich mich dann eben umso mehr, wenn ich daheim komme. Wir bleiben bei den Damen, wechseln aber wieder auf die Laufbahn und zwar zu den 200 Meter Zeitläufen. Lauf 1 ist eine klare Angelegenheit für die US-Amerikanerin Natasha Hastings. Die Olympiasiegerin aus dem Jahr 2008 und regierende Weltmeisterin mit der 4x400 Meter Staffel läuft ein beeindruckendes Rennen und gewinnt mit einer Zeit von 23,55 Sekunden. Im zweiten Lauf gilt das Hauptaugenmerk dann einer Österreicherin, und zwar Susanne Wali. Die noch 16-jährige Sportlerin von der Zehnkampfunion zeigt einen tollen Lauf. Mit einer Zeit von 24,95 Sekunden bleibt sie gerade einmal um 500 Sekunden über dem Limit für die U18-Weltmeisterschaft im Sommer. Das Ticket wird sie sich aber ganz bestimmt noch holen. Im einzigen 200-Meter-Lauf der Herren ist mit Michael Laufenböck auch ein Lokalmatador am Start. Der Hinviertler ist nach einer Verletzung allerdings noch nicht ganz fit. Er bricht den Lauf ab. Es siegt der US-Amerikaner Mike Rogers in einer Zeit von 21,94 Sekunden. Einer der am stärksten besetzten Bewerbe bei der 9. Auflage des internationalen Indoor-Google-Meetings ist bereits traditionell der Kugelstoßbewerb der Herren. Der Grund: Lokalmatador Lukas Weisheidinger, dem die Veranstalter in Linz natürlich ein optimales Umfeld bieten wollen. Der 20-jährige Innviertler steht dieses Mal ja ganz besonders unter Druck, will er doch zur Hallen-Europameisterschaft Ende Februar in Göteborg fahren.
Die Qualifikationshürde dazu liegt bei 19 Metern, eine Weite, die er in den ersten beiden Versuchen zunächst einmal nicht schafft. 18,58 Meter hat er vor dem dritten Versuch zu Buche stehen. Der U20-Europameister des Jahres 2011 im Diskuswurf lässt sich davon aber nicht beeindrucken. Der dritte Versuch, ein absolut gelungener Stoß, geht auf 19,32 Meter, womit der Oberösterreicher nicht nur erstmals ein Ticket für eine internationale Meisterschaft der allgemeinen Klasse gelöst hat, sondern auch noch eine persönliche Bestmarke aufgestellt hat. So wie ich es mir vorgestellt habe, ist es gelaufen. Google Meeting, also ich habe mich heute schon mit dem Aufstehen gut gefühlt und habe gewusst, heute passiert was. Schön hier, dass es nicht nur knapp so einen Zentimeter über die 19-Meter-Linie, sondern klar, also es ist wirklich schön. Und was auch schön ist für mich persönlich jetzt, dass ich hier allen das gezeigt habe, was die es mir nicht zugetraut haben oder die ja, vielleicht schon darauf gewartet haben. Ja. Wie angenehm ist das Gefühl, jetzt schon einen Monat vor der Europameisterschaft das Limit in der Tasche zu haben? Also rein vom Adrenalin her ist heute besser. Also mit den Zuschauern, die ihn anfeuern und vom Kopf her ist sicher heute besser. Von der Papierform her, also wie die Formkurve laufen soll, wären die Starts besser gewesen. Also, aber es ist schön, dass jetzt das Limit schon in der Tasche zu haben. Sie haben das Publikum angesprochen. Vor Heimpublikum, vor vielen, vielen Fans, vor der eigenen Familie zu stoßen, ist das ein ganz spezieller Kick? Ich glaube, es ist mein viertes oder fünftes Jahr, bin mir nicht mehr ganz sicher auf der Google. Da schaut man nicht mehr speziell auf die Fans oder wer jetzt alle da ist, sondern das ist schon die Atmosphäre und das Wissen, dass jetzt das Google-Meeting ist, das pusht einen schon. Also es sind nicht mehr speziell die Fans, natürlich sind die auch da, aber es ist schon am fünften Mal ist das schon viel emotionaler, sage ich mal. Was nimmt sich der Lukas Weißheidinger jetzt für die Europameisterschaft in Göteborg vor? Also bestätigen, das ist das Einzige, was ich will. Was keiner sagen kann, das war ein Glücksstoß. Ich habe man heute gesehen, also leider rausgestiegen 2019, aber darauf habe ich die 19 und die mag ich wieder bestätigen. Und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich nicht so unzufrieden sein. Generell für das Jahr 2013, wohin soll die Kugel noch fliegen? Darüber mache ich mir heute keine Gedanken. Also Ende des Jahres, das ist mein einziger Wunsch, dass ich mich entscheide zwischen Kugel und Diskus. Also mein Wunsch wäre, dass ich in einer Disziplin wirklich extrem heraussteche, dass mir da die Entscheidung nicht mehr schwerfällt. Mit seinen 19,32 Meter belegt Lukas Weißheidinger in Linz übrigens Platz 3. Den Sieg sichert sich wenig überraschend der Deutsche Ralf Bartels, der die Kugel auf die Weite von 19,98 Meter schleudert. Der Kärntner Martin Kratzer muss sich mit der Weite von 17,83 Meter mit Rang 7 zufrieden geben. Im Weitsprungbewerb der Männer gilt die Aufmerksamkeit dem Jamaikaner James Beckford. Der 38-jährige Olympia-Vierte bei den Spielen in Athen im Jahr 2004 möchte seine Karriere nämlich als Österreicher ausklingen lassen. Ich bin jahrelang für Jamaika erfolgreich gewesen. Jetzt werde ich immer älter und der jamaikanische Verband interessiert sich nicht mehr so für mich. Also habe ich beschlossen, für ein anderes Land zu starten. And you live in Austria? Genau, yeah, I live in Austria. In Innsbruck? Yeah, in Innsbruck. And I'm learning Deutsch, so yeah, maybe one day I can speak Deutsch fluently. Mit 7,66 Meter landet James Beckford in Linz auf Platz 3. Den Sieg erspringt sich der Brite Julian Wade mit einer Weite von 7,76 Meter. Von der Weitsprunggrube wechseln wir wieder auf die Laufbahn. Die 60 Meter Finalläufe der Damen stehen auf dem Programm, leider ohne österreichische Beteiligung, da die Vorarlbergerin Rosalie Chan nach einem Fehlstart disqualifiziert wurde. Im A-Finale setzt sich dann die US-Amerikanerin Laikisha Lawson durch. Ihre Siegerzeit 7,31 Sekunden. Den 60 Meter B-Finallauf der Herren gewinnt mit Roy Schmidt ein Deutscher. Im A-Finale ist der US-Amerikaner Mike Rogers nicht zu schlagen.
Seine Zeit 6,6 Sekunden. Der Österreicher Andreas Mayer belegt Rang 8. Ein aus rot-weiß-roter Sicht absolut interessanter Bewerb sind dann die beiden 800-Meter-Läufe der Herren. Schon im langsameren der beiden Läufe steht mit dem zweifachen Goldmedaillengewinner bei den Paralympics in London, dem Salzburger Günther Matzinger, ein ganz interessanter Mann am Start. Der Behindertensportler hat sich über die Einladung zum Google-Meeting sehr gefreut und hält in diesem Spitzenfeld auf der Google locker mit. Nach 4 Runden kommt er mit der Hallenbestleistung von 1 Minute 52 Sekunden und 99 Hundertstel ins Ziel und wird in seinem Lauf ausgezeichneter Fünfter. Ja, eigentlich sehr zufrieden. Wir sind ein bisschen schnell angegangen, die ersten zwei Runden. Das wird dann hinten aus immer sehr hart. Aber ich glaube, dürfte eine neue Hallenbestzeit gewesen sein. Das ist noch nicht offiziell, aber mal schauen. Nach dem grandiosen Jahr 2012, was hat sich der Günther Matzinger denn für das Jahr 2013 vorgenommen? Ja, ich will eigentlich dort anschließen, wo ich aufgehört habe, in London meine Bestleistungen nochmal steigern, vor allem auf die 800 Meter, da liegt jetzt der Fokus. Da muss ich sicher auf der Ausdauerschiene noch ein bisschen was machen. Und dann wäre das große Ziel für das Jahr Zeit unter 1,50. Ein absolutes Highlight im Rahmen dieses Indoor-Google-Meetings ist dann auch der zweite Lauf über die 800 Meter Distanz. Mit dem bereits über die 1500 Meter qualifizierten Olympiastarter Andreas Wojtyla sowie dem erst 17-jährigen Nikolaus Franzmeier stehen gleich zwei schnelle Österreicher am Start. Lokalmatador Franzmeier, er läuft für den ULZ Linz, hat ja erst vor zwei Tagen in Wien sensationell das Limit für die Hallen-EM in Göteborg unterboten. Hinter dem Slowenen Rudolf Can und dem US-Amerikaner Erik Sowinski laufen die beiden Österreicher dann auch ein super Rennen. Wojtyla hält sich während des gesamten Rennens über im Windschatten der beiden Spitzenleute. Franzmeier gibt in der Verfolgergruppe das Tempo vor. Auf den letzten 100 Metern zieht Wojtyla dann das Tempo noch einmal an. Vorne wird ein wenig gerangelt, Wojtyla auf Platz 3. Jetzt kommt er heran. Zum Sieg reicht es für den Niederösterreicher zwar nicht mehr, mit Rang 2 und einer Zeit von 1,47,14. Kann er aber absolut zufrieden sein, hat er doch nun auch über 800 Meter das Ticket für die Hallen-EM in der Tasche. Das ist für mich zwei Tage nach meinem 1500 sehr gut. Ein bisschen zart waren die Haxen schon noch und natürlich die Schnelligkeit muss sich jetzt im Laufe der Saison noch entwickeln. Ich habe natürlich entsprechend andere Trainings gehabt und von dem her so als Ausflug auf die kürzere Distanz war das ein super Test. Vor allem der Schlusssport war beeindruckend. Ja, das ist halt mein Vorteil als 1500 Meter Läufer. Am Anfang ist es so, dass ich im Prinzip voll sprinten muss, weil ich einfach viel langsamer bin im Vergleich zu 800 Meter Läufern. Dafür geht es mir auf der letzten Runde besser, weil ich die stärkere Ausdauer vermutlich habe. Und ja, dadurch habe ich am Ende hoffentlich noch ein bisschen rausholen können. Und ja, bin voll auf zufrieden jetzt. Wie angenehm ist es, wenn man weiß, man hat das EM-Ticket für Göteborg schon in der Tasche? Ja, angenehm, aber es war im Prinzip vor dem heutigen Rennen auch der Fall. Ja, im Prinzip muss das jetzt auch das Limit sein, aber 800 ist nicht mein Ziel, sondern die 1500. Aber es zeigt mir ganz einfach, dass meine Schnelligkeit auch passt, dass es nicht so schlecht ausschaut. Und ja, von dem her bin ich sehr zufrieden und ich bin schon gespannt, was der Nicke Grand ist. Also hat er vor zwei Tagen ein Wahnsinnsrennen abgeliefert und ich glaube, heute wieder eine Talentprobe gegeben und
ist natürlich umso schöner, wenn wir jetzt gemeinsam dann beide wissen, dass wir nach Göteborg fahren dürfen. Der angesprochene Nikolaus Franzmeier bestätigt als Vierter mit einer Zeit von 1,50,08 erneut seine absolute Topform. Es war jetzt so ein Test und ich habe gesehen, dass ich zweimal hintereinander eine ähnlich gute Leistung ableisten kann. Und ja, das freut mich. Gerade vor dem Publikum ist es herrlich. Mein einziges Problem, das ich gehabt habe, war, Niki, werde endlich nervös. Ich war wirklich ganz locker. Das ist ein gutes Zeichen. Und ja, erst ganz kurz vor dem Start ist ein bisschen die Nervosität gekommen. Die brauche ich auch. Und ja, es hat mir voll getaugt. Gespannt blicken die heimischen Leichtathletik-Fans in der Linzer Tipps Arena aber auch auf Beate Schrott. Die Niederösterreicherin, die bei den Olympischen Spielen mit ihrer Finalteilnahme über 100 Meter Hürden die gesamte Leichtathletik-Welt überrascht hat, nimmt in Linz erstmals in diesem Jahr an einem Wettkampf teil. Dass das Training über den Winter ausgezeichnet war, zeigt sich bereits im Vorlauf über 60 Meter Hürden. Mit 8,17 muss sie sich nur der US-Amerikanerin Yvette Lewis geschlagen geben. Das EM-Limit hat sie locker unterboten. Im Finallauf ist dann erneut Lewis nicht zu schlagen. Beate Schrott wird Vierte. Ich bin absolut zufrieden und freue mich total. Das war auch bisher mein bester Saisoneinstieg, den ich je gehabt habe. Und ich glaube, damit kann man nur zufrieden sein. Jetzt hat man das EM-Ticket bereits in der Tasche. Wie wird man denn jetzt die Vorbereitung auf Göteborg in einem Monat sozusagen jetzt absolvieren? Ja, bei mir ist es so, dass ich noch nicht fix weiß, ob ich in Göteborg laufe oder nicht. Und der Grund ist der, dass halt die letzte Saison für mich mental sehr anstrengend war. Und die Überlegung von meinem Trainer und mir war einfach, dass man vielleicht die Hallensaison ein bisschen lockerer nimmt und dafür mit umso mehr Elan in die Sommersaison startet. Aber es ist noch nicht ganz sicher und es kann eh sein, dass ich es renne. Aber wir entscheiden es im Laufe der Saison. Also das heißt, so kurz eine Woche vorher wird entschieden, ob Göteborg in Frage kommt oder nicht. Ich würde sagen, in den nächsten Wettkämpfen. Ich habe noch 5 Starts geplant. Und je nachdem, wie der Verlauf ist, wenn ich mit der Zeit noch gut runterkomme, und ich sage, um die 8-0 rennen, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, dass ich rennen werde. Wenn ich auf dem Level bleibe, wo ich jetzt bin, dann werden wir es wahrscheinlich eher lassen. Aber wenn Sie sagen, lockere Saisonstart, dann muss man sagen, lockere Saisonstart gleich mit einem Limit. Ja, ich meine, das Jahr 2013 kann kommen. Ja, auf jeden Fall. Nein, das passt eh alles gut. Über einen U20-Hallenrekord darf sich der Innsbrucker Lukas Wirth freuen. Der 17-jährige Tiroler überspringt im Stabhochsprung 5,05 Meter, scheitert dann allerdings an der Höhe von 5,20 Meter. Dennoch freut er sich über das Ticket für die U20-Europameisterschaft. Super, dass ich das jetzt halt gesprungen bin. Jetzt ist einfach einmal der Druck weg und jetzt kann ich mich auf andere Sachen konzentrieren. Worauf konzentrieren Sie sich? Ja, halt gerade, dass es höher geht, dass ich jetzt einfach noch mal Technik verbessere und dass ich dann im Sommer fit bin. Wohin kann es denn gehen, höhenmäßig? Ja, also man heute von die 5,20 jetzt eigentlich drinnen, sage ich mal. Also den nehme ich mir eigentlich jetzt für die Hallensaison schon vor. Die angesprochenen 5,20 Meter überspringt der Grieche Kostas Philippidis locker. Mit 5,83 Meter sorgt er nicht nur für einen Meeting-Rekord, der Grieche setzt sich auch noch an die dritte Stelle der Weltjahresbestleistung. Donnerstag in ORF Sport Plus. Österreichs Behindertenski-Team vor der